Moin aus Kopenhagen. Ja, wirklich aus Kopenhagen. Ich stehe hier in einem Gewerbegebiet, circa 8 Kilometer entfernt vom Zentrum, vom Startplatz der Tour de France. Also recht nah. Wetter, naja, es ist sehr warm, aber bedeckt. Ja, später, die letzten Starter werden wahrscheinlich noch ein bisschen Regen kriegen. Aber es ist erst jetzt 9 Uhr morgens und der erste Starter startet erst um 16 Uhr. Also da habe ich noch recht viel Zeit. Das habe ich mir auch so vorgestellt. Das Wetter soll noch trocken bleiben. Also werde ich noch eine kleine Vorradtour machen. Erstmal in die andere Richtung, an den Stränden hier in Brøndby. Wir sind da hinten Brøndby Richtung Köge. Aber ob ich da jetzt noch ganz hinfahre, weiß ich nicht. Ich lasse ruhig angehen und dann das, ja, jetzt ein paar Stunden nochmal da längs. Dass ich mittags ca. 12, 1 Uhr hier bin, dann werde ich noch was essen. Ich habe ja was mit. Ja, und dann geht es in Richtung City. Wie gesagt, der erste Starter um 16 Uhr, also habe ich recht viel Zeit. Die 8 Kilometer werde ich auch schnell bewältigen. Aber nachher so gegen 18, 19 Uhr soll Regen kommen. Der letzte Starter startet um 19.10 Uhr, also der hat vielleicht noch Pech. Schade, keine Sonne, aber naja, ich kann es nicht ändern, aber ich hoffe trotzdem auf schöne Bilder. Also dann wünsche ich viel Spaß dabei. Ich stehe hier nur in der Nähe von dem Brøndby Havn, das ist da. Ja, weit werde ich jetzt nicht nach Richtung Westen fahren. Aber wie man hier sieht, ja, sind 4 Strand, paar Häfen noch. So hier entlang kann man die ganze Zeit fahren, sich das alles anschauen. Ich schätze mal, irgendwo bis hierhin werde ich bloß fahren. Das sind nicht viele Kilometer. Einfach nur zum Genießen. Wird ja noch ein langer Tag heute. Ach, geht's weiter am Strand. Da bin ich ja schon an dieser Spitze, wo ich hin wollte. Leute, es ist hier so warm, das Wasser. Luft 20, 21 Grad, genauso wie das Wasser. Ich habe richtig warme Füße. Ich stehe so schön hier drin im Wasser. Ah. Das fängt doch gut an. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Schade, es war erst eigentlich noch Sonne am Vormittag angesagt. Die Wolken sind aber schon da. Naja, es soll halt nicht sein. Aber es ist super warm und das Wasser ist warm. Also werde ich jetzt hier eine schöne Badepause einlegen. Und dann, ja, jetzt nach 16 Kilometer kann ich dann auch wieder zurück zum Auto. Ja, also ich werde es hier erstmal genießen. Und dann geht es nachher weiter Richtung City. Aber erstmal das hier schön genießen, Leute. Sauber.
da bin ich wieder im Auto. Ja, ganz primitiv wird jetzt hier im Trangia ein paar Nudeln warm gemacht. 10 vor 1 ist das jetzt hier. Werd gleich essen und dann geht's in die City. Zur Tour de France jetzt wirklich. Ja, Regen ist im Anmarsch, leider. Das sieht aus, dass es früher was gibt. Gewitterregen. Leider, leider. Das sieht nicht gut aus. Also auf dem Regenradar da kommt da so eine Linie an. Eine dünne, aber die zieht sich so von Süd nach Nord so ganz langsam, geht die nach Osten. Also verdammt, das sieht nicht gut aus. Das sieht gleich in einer Stunde oder so nach Regen aus. Oh Leute, schade, schade. Das sieht echt miserabel aus. Aber ich werde das dann sehen. Mir ist es egal. Ich habe Regenklamotten mit. Ich habe Regenschirm mit. Ich will dabei sein bei der großen Party. Mal sehen, wo ich denn da lande, ob das da richtig voll ist. Ich werde auch nur ein bisschen rumlaufen, mir alles so ein bisschen angucken. Vielleicht mal eine Bande, wenn ich das hinkriege. Mal gucken. Aber so Dauer an einem Fleck werde ich nicht machen. Ich werde mir das noch ein bisschen allgemein angucken. Naja, schauen wir mal, was da jetzt gleich nach Mittag so noch passiert. Also wie gesagt, 8 Kilometer habe ich noch denn bis ins Zentrum. Geht's rein in die City. Man sieht sie schon, die Kirchtürme, die Hochhäuser. Oh, ist ja nicht so weit. Ich hoffe vielleicht, dass der erste Regen noch gerade so hier vorbeizieht. Es wird ganz, ganz eng. Aber ich bin jetzt gespannt, wie das jetzt hier wird. Also aufregend. Ab in die City von Kopenhagen. So, das Rad ist gesichert, nur ein paar hundert Meter vom Zentrum entfernt, von der Strecke. Ist doch perfekt, mit Fahrrad geht es doch am besten. Oh, der Regen, der droht, das tröpfelt schon die ganze Zeit, aber es ist sowas von warm. Naja, ich habe einen Regenschirm mit, wird es wohl funktionieren. Naja, auf geht's Richtung City. Oh, hier ist was los. Kaje, mittendrin statt nur dabei. So, nun bin ich wirklich mittendrin. Da vorne ist die Flamme Rouge, der 1 Kilometer, die 1-Kilometer-Marke. Ich bin mittendrin hier im Trubel. Hier ist richtig was los. Die ganze Zeit alles so ruhig und auf einmal ist hier die Menschenmenge. Ja, sehr interessant. Ja, international ist es auch. Ein paar andere Flaggen habe ich auch schon gesehen, Norweger, so was. Deutsche noch nicht. Aber ich habe eine mit, Leute. Aber die Deutschen haben eigentlich gar keine Chance. Aber das ist auch völlig egal. Einfach nur hier sein, dabei sein ist alles. Ja, also es dauert noch 1,5 Stunden bis zum ersten Starter, also noch ein bisschen Zeit, ja, und hier so ein bisschen rumzulaufen.
Stéphane Bisseger qui est tombé deux fois dans ce contre-la-montre et qui est là. Ich gehe mal jetzt so ein bisschen weg von der Strecke, mal rein in die City, mal ein paar Sehenswürdigkeiten anschauen. Weil da kommt ja andauernd einer, fast jede Minute startet einer. Also man kann da nicht die ganze Zeit stehen. Ich habe jetzt fast 2 Stunden an der einen Stelle gestanden. Jetzt gehe ich hier so ein bisschen durch den Regen und schaue mir noch mal ein bisschen die Stadt an. Aber alles werde ich hier bestimmt nicht sehen können heute. Ja, aber schade, schade, dieser Regen. Es ist richtig, richtig doller Regen. Mann, das sollte doch erst um 19 Uhr kommen. Ja, kann man nicht ändern. Jetzt ist man hier im Regen. Und ich gehe mal jetzt noch mal ein bisschen durch die Stadt. Hier am Zielbereich vorbei. Hier ist auch wirklich was los. Aber es ist echt toll. Auch wenn es ja, regnet, gerade in der Pause, aber es wird schon wieder so düster. Es ist so schade. Aber es ist echt toll hier. Das ist, macht echt Laune. Man sieht ja auch immer welche. Das ist ja auch sehr spannend. Jede Minute oder alle 2 Minuten starten sie jetzt die Favoriten. Also ist immer was los, man kann hier immer was entdecken. So. Und Merchandise geht auch ordentlich weg. Ja. Gute Preise haben die, das kann man wohl sagen. Naja. Ich glaube, es regnet gleich wieder wie Sau. Ah Mann, da kann man nichts machen, aber es macht richtig Spaß hier, sich das alles mal anzugucken.
weiter geht's durch den Regen. This is Matej Moric. Matej Moric. Wow, was für ein Fest. Ich muss sagen, hat mir sehr gut gefallen, aber ich bin wirklich kaputt, muss ich sagen. Ein langer, langer Tag. Hier zu langsam zu Ende. Es ist 10 vor 7. In 20 Minuten startet der letzte. Ja, das brauche ich mir auch nicht mehr angucken. Also ich bin jetzt fertig. Hat mir gut gefallen hier. War eine schöne Party. Man hört es immer noch. Da wird gesungen und Musik wird da gemacht. Ganz toll. Aber eins muss ich sagen. Bei der WM ist es ein bisschen internationaler. Ich glaube, da kommen die wirklich aus aller Welt. Aber das hier war sehr gut organisiert, hat super geklappt, hat mir echt Spaß gemacht. Schade um das Wetter. Da kann man nichts machen. Man muss ja nehmen, wie es kommt. Im Moment, ja, die letzte Stunde, ist es doch relativ trocken gewesen. Und ich kann sagen, Kopenhagen ist auf jeden Fall eine Reise wert. Ich habe ganz wenig gesehen. Ich habe ja nur so ein bisschen, bin ja nur so ein bisschen rumgelaufen. Also da werde ich bestimmt noch mal herkommen für eine Radtour hier durch diese Stadt. Die muss man echt mal erleben. Sehr modern und altes dazwischen. Und Highlight an Highlight, also das kann man nur empfehlen. Und empfehlen kann man auch, Leute, nicht vorm Fernseher sitzen. Das sowas muss man echt mal live erleben mit den ganzen Leuten hier. Wunderbar, nach dieser langen Zeit mit der Pandemie. Oh, ist wunderbar, das tat richtig gut. Aber ich mache jetzt hier Schluss. Ja. Bisschen Wehmut ist natürlich, das war schon der erste Tag. Leider, das Wetter nicht mitgespielt. Morgen geht es weiter in Nieburg, da soll es auf jeden Fall besser werden. Der Regen soll weggehen. Angenehme Temperaturen. Da bin ich jetzt, ich fahre jetzt zurück zum Auto. Ich hoffe, es hat denn gefallen. So eine Art Vlog war das ja heute ja mehr. So ein bisschen Tour am Anfang, ein bisschen Baden. Also perfekter Tag. Aber ich bin jetzt fertig und mache jetzt Schluss. Also danke fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Moin Moin. Da werde ich dann auch vom Hubschrauber verfolgt. Ja, tschüss.